Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Mein Name ist Karl Hartner und ich bin Arzt, niedergelassen in eigener Praxis seit ungefähr 16 Jahren und möchte heute über ein ganz, ganz spannendes Thema sprechen, und zwar über das Zink. Das ist auch für meine Patienten wichtig, weil viele Patienten mich häufig fragen, für was ist denn Zink überhaupt wichtig? Und da muss ich dann manchmal lächeln, weil das hat so viele Funktionen, dass ich die dann gar nicht ausführen kann, und deswegen ist mir dieses Video hier sehr wichtig. Ich gehe heute auf die elementaren, wichtigen Funktionen des Zinks ein, das sind relativ viele, aber auch auf Ursachen von Zinkmängeln, auf mögliche Ursachen von Zinkmängeln und auch natürlich dann auf mögliche Therapien, die gemacht werden können, natürlich immer in Zusammenarbeit mit dem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker. Und ich möchte hier nochmals, also es ist ganz, ganz spannend, auch in Bezug auf die derzeitige Situation weltweit. Wer dranbleibt, bitte, mache ich zum Schluss noch, erzähle ich da noch ein bisschen was drüber. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich keine Haftung für die Inhalte hier übernehme. Das ist mir wichtig. Und dass auch ich keine Haftung übernehme für die Vollständigkeit, was ich hier sage, weil es gibt natürlich viel zu sagen über dieses Thema, und dass auch immer ein Arzt oder Heilpraktiker aufgesucht werden sollte, auch bei den ganzen Symptomen, die ich es nenne, bei möglichen Zinkmängeln oder Erkrankungen, die dahinter stecken können. Und eben, dass ich hier keine Haftung übernehme. Das ist mir wichtig, das muss ich sagen. Es sind auch keine Heilungsversprechen, Therapieempfehlungen oder sonstiges hier dabei. Das ist ein reines Lehrvideo über das Thema Zink, ein Alleskönner. Und deswegen fangen wir es auch gleich mal an. Wer wirklich interessiert ist über dieses Thema hier, der darf sich gerne auch Papier und Bleistift zur Hand nehmen und ein bisschen mitschreiben. So mache ich das immer, weil das ist wirklich ein Vortrag, natürlich ganz frei gehalten. Ich habe mich auch vorbereitet, wie man sieht, dass ich möglichst nichts vergesse. Und deswegen ist es auch ein bisschen umfangreicher. Ich hätte gerne ein 10-Minuten-Beitrag-Video gemacht, aber das funktioniert nicht. Wirklich nicht. Und deswegen lasse ich mir jetzt auch Zeit, und wer dranbleibt, hat sicherlich auch einen Benefit in der Aufklärung dieses Lehrvideos. Also Zink ist ein Alleskönner, sage ich immer. Ja? Und das Spurenelement Zink ist bei der Synthese und bei der Aktivierung oder auch der Hemmung von über 3000 Enzymen beteiligt. Vor 15 Jahren haben wir in der Literatur noch gefunden von über 200 Enzymen. Das habe ich auch damals immer gesagt, aber mittlerweile weiß man von über 3000 Enzymen. Also extrem wichtig. Enzyme sind Biokatalysatoren im Körper. Die regen den Stoffwechsel mal so richtig an. Und entsprechend groß ist natürlich der Einsatzbereich von Zink bei der Eiweißsynthese, Proteinsynthese, Fettstoffwechsel ist Zink ganz wichtig. Auch bei der Freisetzung von Neurotransmittern in unserem Gehirn und der Stabilisierung der Zellmembranen, Wundheilung und Wachstum unter anderem. Ich möchte hier auch in diesem Kontext noch sagen, dass natürlich viele andere Stoffe hier auch noch wichtig sind. Ja? Aber auf die möchte ich jetzt gar nicht großartig eingehen. Ich erwähne es vielleicht mal am Rande. Also bei Wundheilung ist natürlich auch noch das Vitamin C extrem wichtig und das Q10. Und ich gehe dann drauf ein. Also der gesamte Zinkbestand im Organismus beträgt sage und schreibe 2 bis 4 Gramm. Und Zink ist ja ein Spurenelement, gell? Spuren. Kommt da nur in Spuren vor. 2 bis 4 Gramm ist also ziemlich viel, fast so viel, wie das Eisen im Körper vorhanden ist. Und Eisen ist ein Metall, gell? Das ist also ein großer Unterschied. Ich hoffe, du verstehst das. Und ich habe hier mal aufgeschrieben, der Anteil von Zink im Körper
in Prozent. Also in der Muskulatur haben wir ungefähr 60% des Zinks enthalten, im Skelett also, ungefähr 25%, in der Leber 4%, in der Lunge 2%, in der Haut 2%, im Blut, im Vollblut 1%, Niere und Gehirn 1% jeweils und Haare unter 1%. Und wenn ich hier Vollblut sage, dann hat es auch seinen Grund, weil wenn man Zink im Serum testet und nicht in die Blutkörperchen auch dazu nimmt, dann gibt es verfälschte Werte, weil Zink also zum großen Teil intrazellulär vorkommt. Okay? Gut. Und das Enzym Alkoholdehydrogenase, das gibt es nämlich auch, das baut Alkohol oder Alkohole in der Leber ab. Das braucht unbedingt Zink. Und auch nicht den Alkohol nur den die Menschen trinken, wenn sie Alkohol trinken, sondern auch die Alkohole. Das sind zum Teil Fuselalkohole wie Propanol, Butanol, Methanol und auch Ethanol, die gebildet werden im Darm bei Gärungsvorgängen im Darm, wenn falsche oder zu viele Kohlenhydrate gegessen werden oder die Darmflora schon nicht mehr so richtig funktioniert, Darmprobleme da sind, Blähungen und so weiter, die durch Gärung dann entstehen. Und diese Gärungsalkohole, die gehen natürlich dann auch in die Leber und müssen auch durch die Alkoholdehydrogenase abgebaut werden. Ich habe auch schon das Wort in Vorlesungen und Fortbildungen gehört, Schnapsbrennerei im Darm, wenn eben da immer so Gärungsvorgänge vorhanden sind. Also da ist das Zink auch dann wichtig, dass das überhaupt dann abgebaut werden kann. Das kann auch zu Fettleber dann auch führen, weil die Leber dann überlastet ist. Auch die Vitamin A-Metabolisierung, also Vitamin A, ja, braucht aus den Leberdepots, dass das Vitamin A metabolisiert werden kann, braucht Zink. Ganz wichtig. Und auch die Superoxiddismutase, die SOD, über die ich ja schon so viel gesprochen habe, ist zinkabhängig. Superoxiddismutase reduziert also Peroxide, also freie Radikale. Ganz, ganz wichtig. Da habe ich schon viel darüber gesprochen. Und auch viele Formen des Haarausfalls können günstig auf eine Zinksubstitution reagieren, sollte also allerdings auch immer natürlich mit dem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker besprochen werden, das sage ich immer wieder. Und die Hälfte der deutschen Bevölkerung, vermutet man oder steht jedenfalls in der Literatur, nimmt nicht genügend Zink zu sich. Hat aber auch noch andere Ursachen, komme ich nachher noch drauf. Vielleicht weiß der eine oder andere auch schon erahnt es, was ich hier noch dazu sage, warum Zink eben nicht genügend aufgenommen oder verstoffwechselt werden kann. Zink stärkt und stabilisiert das Immunsystem, und zwar die Schlagkraft gegen Erkältungen und Infektionserkrankungen wird erhöht. Stabiles Immunsystem. Auch der Eiweißaufbau, der Proteinaufbau, braucht Zink, auch beim Muskelaufbau, bei Sportlern, das wissen auch viele Sportler, die nehmen dann immer Zink ein, aber auch für ein starkes Immunsystem, wie gesagt, weil nämlich 2 Kilogramm, das Immunsystem wiegt 2 Kilogramm im Körper, also das besteht ja aus Proteinen und wir haben also 2 Kilogramm Immunsystem im Körper. Und da ist natürlich die Proteinsynthese extrem wichtig und dafür braucht man auch Zink. Ganz einfach. Zink steuert auch die Übertragung der Erbinformation bei der Zellteilung. Also das ist dann ganz wichtig für Wachstum, Fortpflanzung, Entwicklung von Organen und vom Gehirn. Und auch für die Wundheilung natürlich unerlässlich. Also schöne Haare. Ich habe da ein bisschen wenig. Viele Menschen haben noch viele Haare. Also schöne Haare, gesunde Haut und auch feste, schöne Fingernägel sind auf Zink einfach nur mal angewiesen.
Auch bei der Produktion zahlreicher Hormone ist Zink mit im Spiel. Zum Beispiel beim Insulin, deswegen für die Diabetiker so wichtig, und auch fürs Serotonin, für unser Glückshormon, aber auch für andere Hormonsysteme und Hormone. Zink kann mit Hormonen Komplexe bilden und die dann quasi stabilisieren. Zum Beispiel der Zink-Insulin-Komplex, ne? Nochmals der Diabetes, den ich hier erwähnen möchte. Sollte also jeder Arzt und Heilpraktiker darauf achten, bei seinen Diabetikern auf den Zinkspiegel und Stoffwechsel im Körper, bei seinen Patienten. Und die zelluläre Immunantwort, das wird nochmal ganz interessant, also bitte aufpassen. Die zelluläre Immunantwort braucht Zink. Die zelluläre Immunantwort braucht auch Vitamin D und Vitamin C, selbstverständlich. Aber wir sind jetzt hier beim Zink. Und warum? Wir haben ja ein zelluläres Immunsystem, TH1, und ein humorales Immunsystem, TH2. Und das ist so eine Waage. Das zelluläre Immunsystem, das stellt quasi die Polizei dar. Also wenn jemand Probleme hat und die Polizei ruft, dann kommt die normalerweise und hilft relativ schnell. Und so sollte es in unserem Körper auch sein, wenn es also irgendwelche Bösewichte kommen, wie Viren oder Bakterien, dann sollte die zelluläre Immunantwort funktionieren und schnell zur Stelle sein. Die humorale Immunantwort, das wäre dann quasi die Kriminalpolizei, die kommt dann immer erst später und nimmt es dann auch auf und verifiziert es und macht Bilder von dem Bösewicht und sagt, okay, der wird es, kommt es in die Kartei, in den Computer rein, und da sollten wir mal gucken, dass der hier, dass wir den auf dem Schirm haben. Ja? Das ist die humorale Immunantwort. Ja? Das sind also auch Antikörper, Immunglobuline G. Ich bereite hier gerade einen Vortrag vor über diese ganze Geschichte. Das ist hochspannend und ich, also ein Fachvortrag. Ich halte den Mitte Dezember, darf ich den halten. Und da, das gebe ich dann hier auch zum Teil, möchte ich diese Folien auch mal zeigen und darf das hier dann auch zum Teil mal wiedergeben. Wer also dranbleibt, sage ich es halt auch mal, kann auch gerne den Kanal abonnieren, dann kommt man dann eher mal dann auch zu den Videos, die hier neu erscheinen. Also finde ich hochspannend, ganz, ganz, ganz spannend und ganz wichtig auch für die derzeitige Situation. TH1 ist also, hat ganz viel mit der Schlagkraft des Immunsystems zu tun, das zelluläre Immunsystem. Man sagt auch antivirales und Antikrebsimmunsystem hier dazu. Und die T-Zellen und Makrophagen sind also hier enthalten und spielen hier eine große Rolle. Und die T-Zellen, die werden ja in der Thymusdrüse, die sitzt ungefähr hier, da wo mein Mikrofon hängt, ich hau mal drauf, nicht erschrecken, hier, genau da wo mein Mikrofon hängt, sitzt die Thymusdrüse. Und die Thymusdrüse ist verantwortlich, das ist quasi die Schule für die T-Zellen. Da müssen die T-Zellen in die Schule gehen, also die Polizisten, die T-Zell-Polizisten, und werden da geschult. Und dann, wenn sie die Prüfung bestehen, dann werden sie als kompetente T-Zellen entlassen. Und sage und schreibe, nur 3% der T-Zellen bestehen die Prüfung hier. Und zwar ist da das Zink so wichtig, weil die T-Lymphozyten einen Reifungsprozess hier durchmachen in dieser Schule durch das Peptidhormon Thymolin. Thymolin ist hier wichtig, das ist ein Peptidhormon, und Zink macht mit Thymolin zusammen einen Komplex, und dann funktioniert das Thymolin erst richtig in der Thymusdrüse. Und dann darf ich in diesem Zusammenhang auch noch sagen, die Thymusdrüse, da mache ich mal ein extra Video drüber, ist hochspannend. Die Thymusdrüse ist auch so ein bisschen im Fokus bei mir in der Therapie, ist ein extrem wichtiges Immunorgan, ein immunkompetentes Organ und eine immunkompetente Drüse, und die lässt ja in der Wirkung häufig dramatisch nach, wenn man älter wird oder auch wenn Erkrankungen auftreten. Man hat beim Krebs zum Beispiel herausgefunden, dass die Thymusdrüse häufig schon völlig verfettet oder auch verkalkt ist, weiß Gott, und gar nicht mehr richtig oder zum Teil gar nicht mehr funktioniert, weil sie einfach erschöpft ist.
Und wie viele Drüsen, die können ja auch verkalken. Auch die Zirbeldrüse kann verkalken, die Prostata, Prostatahyperplasie kann verkalken und dann den Bach runtergehen, die Schilddrüse und so weiter. Gell? Da ist die Thymusdrüse auch mit betroffen und gehört ja auch zu den Chakren, kann man sagen. Hier gibt es auch ein Chakra, also das ist auch ein Energiezentrum im Körper. Da ist also Zink auch sehr wichtig dafür. Unter anderem. Ja? Und auch die Sinnesorgane brauchen Zink. Also schmecken, riechen, hören, sehen. Das sind ja Nerven und die Nerven brauchen Zink, die Nervenzellen. Und wenn jemand das auch so Geschmacks- und Geruchsverluste hat in den heutigen Zeiten, ist es wichtig, dass er Zink in die Zellen reinbringt. Da habe ich ja auch schon Videos drüber gemacht, komme ich nachher noch drauf zu sprechen. Ich mache aber hier mal weiter. Zink ist auch ein Schutzfaktor gegen Schwermetallbelastungen. Und wirkt auch eben gegen Angriffe von freien Radikalen. Okay? Durch unter anderem die Superoxid-Dismutase-Stärkung. Und man kann auch, habe ich auch schon gelernt, empfehle ich manchmal meinen Patienten, dass sie morgens Zink und abends Selen zum Beispiel einnehmen oder andersrum, weil Selen kann ja auch, hat auch Entgiftungsfähigkeit, würde ich sagen, und Zink auch. Man kann also das, die Entgiftung auch unterstützen durch Zink und Selen. Auch der Säure-Basen-Haushalt ist auf Zink angewiesen. Da rede ich auch viel drüber. Warum ist der Säure-Basen-Haushalt so wichtig? Weil das Milieu im Körper, das sollte ja nicht sauer werden. Ja? Auf einem sauren Milieu, da freuen sich Viren, da freuen sich die Bakterien und dann, ja, schön, das ist ja für die dann wie ein Paradies, ein Garten Eden hier und dann lachen die sich ins Fäustchen. Das haben ja viele, auch Pioniere in der Medizin schon genannt, die also in der Bakterienforschung und Entdeckung unter anderem mitverantwortlich waren, aber auch in der viralen Forschung. Wir sollten das Milieu im Körper wieder in Ordnung bringen, ne? Das Chaos wieder in Ordnung bringen. Und Zink spielt da auch mit einer Rolle. Und zwar, Zink ist wichtig, dass der Körper über die Lunge Kohlendioxid ausscheiden kann. Hm? Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man an die frische Luft geht und gut atmet. Für die Übersäuerung ist es positiv, dass man entsäuert. Und auch beim Fasten sollten die Leute ja immer dann an die frische Luft gehen, weil auch die Atmung eben durch die Atmung entsäuert werden kann. Und da ist Zink eben wichtig. In der Mikronährstoffmedizin, was ich und viele meiner Kollegen ja auch als Basis machen, ja, das ist die Basis in der Medizin, unter anderem, ja, das ist die Ernährung, Mikro- und Makronährstoffe und Darm ist so eine Basis. Und da wird Zink häufig verwendet, eben bei Allergien, zum Beispiel beim Heuschnupfen, beim Diabetes mellitus, bei Hauterkrankungen wie zum Beispiel Neurodermitis oder auch die Akne. Und beim Haarausfall wird es häufig eingesetzt und eben zur Stärkung des Immunsystems. Weil, wie gesagt, Erkältungskrankheiten und Krebs die TH1-Schiene brauchen und die gestärkt werden sollte. Und das habe ich ja vorhin schon erklärt, mit der Immunsystempolizei TH1 extrem wichtig, weil wenn wir zu viel TH2 haben, dann geht häufig die Balance hier runter und TH1 lässt nach und dann haben wir den Salat, dann sind die Wege geebnet für unter anderem Autoimmunerkrankungen oder Krebs oder ähnliche schockierende und schlimme Diagnosen und das kann also mitverantwortlich dafür gemacht werden. So, dass es nicht zu langweilig wird, zeige ich jetzt mir hier mal ein Laborbild in die Kamera, wie das dann aussieht, wenn man das dann testet. Das ist so eine Vollblutmineralienanalyse, die kostet circa 40 Euro. Und ich betone nochmal Vollblut, ich zeige es mal in die Kamera.
jetzt. Da oben steht es, Vollblut-Mineralienanalyse. Ich versuche das mal noch ein bisschen ordentlicher hier herzubringen. Eine Sekunde. Wenn ich das so mache, soll es besser gehen. So, jetzt halte ich es mal still und schau mal, dass es scharf stellt. Ich hoffe, es ist auch hell genug. Ich versuche es mal schön zu beleuchten. Ja. So. Und jetzt sehen wir hier oben Vollblut-Mineralienanalyse. Und dann sehen wir hier, hier wird getestet Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Kupfer. Und es war bei dem Patienten natürlich dann schön durcheinander alles. Das ist natürlich kein so ein gutes Bild, sowas sehe ich häufig. Auch der Kupferwert ist ziemlich hoch, muss ich sagen. Und Zink scheidet ja auch oder hilft auch bei der Ausscheidung von überflüssigem Kupfer. Ganz simpel gesagt mal. Und wir sehen hier also auch einen extrem niedrigen Zinkwert. Ich halte es mal noch ein bisschen in die Kamera, dass man sieht. Und auch einen extrem niedrigen Selenwert. Das sind natürlich keine guten Voraussetzungen für ein gesundes Immunsystem. Ich habe auch schon einen Vortrag über Selen gemacht. Da würde das Bild hier auch reinpassen. Kannst du dir auch gerne anschauen, wenn es dich interessiert. Hier ist auch eine Übersäuerung im Spiel durch den hohen Kalziumwert und so weiter. So ein niedriger Magnesiumwert. Also hier ist eine schöne Dysbalance zu sehen in diesem Laborbild. So, machen wir mal weiter. Jetzt gehe ich mal kurz auf die Symptome eines Zinkmangels, auf die möglichen Symptome eines Zinkmangels ein. Ein Zinkmangel kann sich zeigen durch Sehstörungen, und zwar eben Vitamin A-Mangel, macht ja häufig auch so eine Nachtblindheit und so weiter. Und da kann auch das Zink beteiligt sein, weil Zink ja wichtig ist fürs Vitamin A. Also das ist eine enge Zusammenarbeit, Zink und Vitamin A, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und wenn es also der Vitamin A unten ist, kann sowas entstehen. Aber auch wenn Zink unten ist, kann durch den Zinkmangel das Vitamin A nicht richtig funktionieren und es können Sehstörungen entstehen. Bitte hier immer zum Augenarzt gehen, falls hier doch Störungen da sind, der muss es dann genau anschauen. Und auch Geschmacks- und Geruchssinn kann da niederliegen, habe ich ja vorhin auch schon erklärt, durch die Nerven, auch die Innenohrschwerhörigkeit, das wäre auch Innenohr, sind ja auch Nerven, die da beeinträchtigt sein können dann hier, dem ganzen Bereich hier, da gibt es ja auch die Gehirnnerven und weiß Gott, hochspannend. Und eine Hodenatrophie kann passieren und dadurch auch die Spermienproduktion runtergehen. Wichtig beim Mann in der Fertilität, also wenn in der Fruchtbarkeit, wenn der Mann sich weiter fortpflanzen möchte. Und das ist auch ganz interessant, da nämlich, warum entsteht eine Hodenatrophie, kann auch bei Kindern schon passieren, weil nämlich Folgendes passiert. Wir haben das DHEA, das ist ein Hormon, und aus dem DHEA wird Androstendion gebildet und aus dem Androstendion werden dann wieder die Testosterone gebildet, die eben wichtig sind für die Männer. Und aus dem Androstendion werden auch die Östrogene gebildet. Die Östrogene. Und die Östrogene, die brauchen ein Enzym, das heißt Aromatase. Und die Aromatase sollte beim Mann also kontrolliert werden, da, wenn zu viel Aromatase-Aktivität da wäre, dann könnten zu viel Östrogene gebildet werden aus dem Androstendion und nicht genügend Testosterone. Und Zink hat die Eigenschaft, die Aromatase, dieses Enzym eben zu kontrollieren und auch entsprechend zu hemmen. Das wäre die Hemmfunktion des Zinks, was ich vorhin auch gemeint habe. Zink kann Enzyme motivieren und katalysieren und aufbauen und anschubsen, aber Zink kann auch hemmend wirken auf Enzyme, und das wäre die Aromatase. Und dann haben wir nämlich hier ein Problem, komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Auch die Immun- und Wundheilungsstörungen können da sein. Und wie gesagt, Zinkdefizite sind sehr häufig, steht in der Literatur, da unter 80% des Zinks eben intrazellulär vorliegt.
In den Zellen drin sind eben die Vollblutmineralienanalysen, die ich gerade gezeigt habe, und auch intrazelluläre Analysen im Blut eben notwendig. Das ist wichtig. Man muss richtig diagnostiziert werden. Der behandelnde Arzt oder Heilpraktiker sollte sich damit auskennen und ein Labor auch zur Verfügung haben, die das machen. Das machen viele Labore, muss ich sagen. Ja, da muss man halt dann richtig ankreuzen. Und was auch häufig vorkommt, sind so Weißfleckennägel. Das sieht man häufig bei Kindern und Jugendlichen. Das ist dann auch, kann auch durch einen Zinkmangel hervorgerufen werden, aber auch durch einen Vitamin B1 oder und Vitamin B6-Mangel, da der Phosphatstoffwechsel hierdurch gestört sein kann, durch einen Zink, Vitamin B1 oder Vitamin B6-Mangel. Also Weißfleckennägel können auch da ein Hinweis auf einen Zinkmangel sein. Und wie gesagt, der Zinkmangel bei Jugendlichen kann eben auch hier mit diesen Hormonen echt ein Problem hervorrufen. Und zwar, wenn ein Zinkmangel da ist, dann kann die Aromatase hier doch verstärkt wirken und dann werden zu viel Östrogene gebildet. Und dann bekommen die Kinder oder insbesondere Jugendlichen dann, geraten die in eine leichte oder weiß Gott was, Östrogendominanz. Und das ist natürlich dann auch nicht so der Hit. Insbesondere bei männlichen Kindern und Jugendlichen, weil hier es dann an Testosteron fehlen kann. Und die verweiblichen dann, haben so feminine Eigenschaften. Und das sieht man auch häufig, also ich sehe das manchmal an Kindern oder Jugendlichen, insbesondere, also sieht man auch bei weiblichen Kindern und Jugendlichen, aber auch bei männlichen, die sind dann so ein bisschen, ist nicht böse gemeint, gell? Überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach nur eine Tatsache, okay? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten. So ein bisschen dicklich und sie haben auch so ein bisschen so eine weibliche Brust schon. Das sieht man dann so, die sind also nicht männlich, haben so eine, so ein bisschen kerniger, sondern die sind schon so ein bisschen verweiblicht. Und das kann also auch durch einen Zinkmangel hervorgerufen werden, durch eine eventuelle Östrogendominanz. Und auch bei Frauen mittleren Alters oder älter kann ein Zinkmangel zu einer Östrogendominanz mit beitragen. Da gibt es aber noch andere Ursachen. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Gell? Es gibt noch andere Ursachen, aber kann dazu beitragen. Und das heißt, da entsteht dann mehr Fettgewebe und auch Fettgewebe produziert dann wieder vermehrt Östrogen und das ist dann so ein Teufelskreis. Und da kann auch ein Zinkmangel, sollte da also auch diagnostiziert oder verifiziert werden, ob da der auch eine Rolle spielt. So, und auch beim Burnout oder chronischem Fatigue-Syndrom ist Zink doch auch wichtig, aber jetzt Folgendes. Gell? Ist ja alles dann immer nicht ganz so einfach. Jetzt, wo haben wir es? Jetzt machen wir eine kurze Pause. Da habe ich zugeschlagen, Entschuldigung. So, ist nämlich so, bei Patienten mit chronischem Müdigkeits- und Erschöpfungssyndrom infolge einer mitochondrialen Zytopathie, also wenn die Mitochondrien nicht mehr so richtig funktionieren, was ja hier häufig oder eigentlich fast immer mit einhergeht, das muss man halt dann auch beim behandelnden Arzt oder Heilpraktiker diagnostizieren lassen, am besten im Labor, vertragen eben häufig diese Patienten eine Zinksupplementierung primär nicht. Also da wird dann ein niedriger Zinkspiegel diagnostiziert und wenn dann Zink gegeben wird, primär zu Beginn, dann kann Folgendes passieren. Die Ursache eben, dass die das nicht vertragen, liegt darin, dass das Eisenschwefelenzym Aconitase im Zitronensäurezyklus in den Mitochondrien, das eben durch den nitrosativen Stress gehemmt wird, auch durch zusätzliche Zinkgaben weiter supprimiert wird. Und wenn das
Das heißt, dass der nitrosative Stress geht dann noch höher. Das gemeingefährliche Peroxynitrit, habe ich auch schon viel darüber gesagt in den Vorträgen. Also wenn es interessiert, bitte auch andere Beiträge hier anschauen. Über die Mitochondrien kann man oben eingeben in der Leiste auf diesem Kanal Playlists. Da sind auch die ganzen Geschichten hier aufgezählt über die Mitochondrien. Und hier wäre also Zink in der zweiten Instanz als Therapeutikum wichtig, sonst kann es sein, dass der Energiestoffwechsel erstmal total zusammenbricht. Ne? Und dann wäre das natürlich blöd. Gell? Wenn die sind eh schon erschöpft, dann kriegen die Zink und dann bricht das ganze System nochmals noch mehr zusammen. Da muss man also aufpassen. Das habe ich aus dem Bodo Kuklinski hier und er hat das auch unter anderem in dem Buch das HWS-Trauma genau beschrieben, die einzelnen Stufen der mitochondrialen Behandlung, unter anderem bei Burnout-Syndrom. Und da hat er das genau beschrieben, warum also das Zink nicht in erster Linie da gegeben werden sollte. So, nochmals kurz zurück bitte zu den Hormonen hier. Da habe ich auch schon genügend Videos gemacht mit der Aromatase und dem Zink. Da kannst du oben auch auf die Playlist gehen und da ist eine Playlist Hormone und da sind Videos unter anderem Steroide für Sportler, so heißt es ungefähr, das Video, Steroidhormone für Sportler oder auch weibliche Hormone, da habe ich das ganz genau erklärt mit der Aromatase und dem Zink, wer hier doch weiter schauen möchte. Gut, dann machen wir weiter im Text. Ja, es ist viel, ich weiß. Ich hoffe, du kannst noch und wird noch interessant jetzt. Ja? Also Zink übernimmt als strukturgebendes Ion und als Kofaktor von über 3000 enzymatischen Reaktionen des Kohlenhydratstoffwechsel, Eiweiß, Fett- und Nukleinsäurestoffwechsel, also die DNA-Synthese, eine elementare Funktion. Das ist wichtig, so steht es geschrieben in der Literatur. Und die Enzyme sind also Biokatalysatoren, habe ich vorhin schon mal gesagt, und die bringen den Stoffwechsel erstmal so richtig in Gang. Und ohne Zink wäre die Aktivität vieler dieser Enzyme, die da wichtig sind, oder vieler Enzyme im Allgemeinen, nicht möglich. Man kann sich das mit den Enzymen so vorstellen, habe ich mal in einer Vorlesung gehört, wenn wir Nahrung essen, das ist der Magen hier, der gehört hier rein. Und wenn wir keine Enzyme im Körper hätten, dann würde mit der Nahrung mal einfach mal gar nichts passieren. Die würde 0,0 verdaut werden. Okay? Also, jetzt wiederholen wir nochmal ganz kurz. Zinkmangel kann zu immunologischen Fehlfunktionen führen und damit zu einer erhöhten Infektanfälligkeit für virale Erkrankungen. Für virale Erkrankungen wie Erkältungsgrippe und Herpesviren. Die Entwicklung im Kind, des Kindes und aber auch schon im Mutterleib ist auch unter anderem zinkabhängig. Die Spermienqualität beim Mann ist unter anderem zinkabhängig und die Steroidhormonproduktion ist auch unter anderem zinkabhängig. Die Aromatase hier, die Östrogene dann katalysiert und bei der Bildung hilft, die kann auch durch eine hohe Zinkgabe eben blockiert werden. Also Zink kann auch einen leichten Aromatase-Blocker darstellen. Das sehe ich bei vielen Bodybuildern, die das dann nehmen, dass sie mehr Testosterone bilden und nicht so viel Östrogene. Ich habe ja mal in der plastischen Chirurgie gearbeitet und da haben wir viele bei vielen Bodybuildern, die schon so Brust, also da hat die Brustdrüsen haben sogar gemilcht, bei denen ist Milch rausgekommen, weil die so viel Östrogene gebildet haben. Durch irgendwelchen, darf ich mal sagen, Vorgänge im Körper, vielleicht auch durch eine Substitution von Steroiden, spielt da auch eine Rolle. Und die haben sich dann die Brustdrüsen entfernen lassen, dass das aufhört. Das sind natürlich dann die ganz schlimmen Geschichten hier. Also das ist ganz wichtig, Zink kann hier auch die Aromatase hemmen, aber auch bei Frauen, die natürlich hochdosiertes Zink einnehmen würden, müssen das beachten, weil für die ist ja auch eine gewisse Östrogenproduktion sehr wichtig. Da muss man also dann auch aufpassen und immer den Fachmann fragen.
Und wichtig auch eben für die Retinolspeicherung und Verteilung, also das Vitamin A ist Zink extrem wichtig. Ja? Unter anderem für die Augen, aber Vitamin A hat noch ganz viele weitere ganz wichtige Funktionen, wie zum Beispiel für die Lunge. Ja? Die Lungenfunktion braucht Vitamin A. Gut, so, jetzt, ich hoffe, du oder ihr könnt noch, du kannst noch. Es geht nochmals kurz ans Eingemachte, weil Zink ja intrazellulär gegen Viren wirken kann. Und die Viren vermehren sich ja in den Zellen, die brauchen ja einen Wirt. Ja, und das ist natürlich in den heutigen Zeiten, finde ich, auch sehr wichtig. Zink kann also die RNA-Polymerase von entsprechenden Viren, die die RNA-Polymerase haben, also hemmen. Ja? Das kann man sogar auf Wikipedia nachlesen. Gut, das Zink muss allerdings dafür in die Zelle rein. Und normalerweise funktioniert das natürlich bei gesunden Menschen, aber wenn da doch ein erhöhter Zinkbedarf da ist oder auch bei Geschmacks- oder Geruchsverlust oder Ähnlichem, weil die Nerven dann schon beeinträchtigt sind durch einen Zinkverlust oder auch durch virale Belastungen, dann ist es gut, man hat ein Molekül, das die Zinkionen eben in die Zellen hinein transportiert, also ein Komplex bildet und da rein transportiert. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, Zink kann Komplexe bilden mit verschiedenen Stoffen und es gibt auch Stoffe, mit denen die den Zink helfen, in die Zelle hineinzukommen. Also es ist wie ein Haus und der Brief muss in das Haus rein, der Brief wäre dann das Zink und da braucht man den Briefträger dazu, der den Brief ins Haus bringt. Und das heißt auch Ionophor, habe ich auch schon in Vorträgen hier gezeigt. Und ein Zink-Ionophor, also ein Zink-Transporter in die Zelle hinein, das stellt unter anderem das Quercetin dar, Quercetin. Und es wird in der Literatur berichtet, so 500 bis 800 Milligramm oder auch mehr am Tag zusammen mit Zink eingenommen. Es gibt auch noch andere Zink-Ionophore, wie zum Beispiel die Epigallocatechin-Galate. Also Epigallocatechin-Galat, das ist auch ein Stoff, der kommt unter anderem im grünen Tee vor. Das also kann auch dann eventuell helfen, Zink in die Zelle reinzubringen, diese Catechine im grünen Tee. Ich sage es nochmals, Epigallocatechin-Galat. Und es gibt auch noch andere Zink-Ionophore. Da habe ich jetzt aber in der Literatur so schnell nichts gefunden, deswegen gehe ich jetzt hier gar nicht drauf ein, weil ich gebe hier Tatsachen wieder. Gell? Aber es kann gut sein, dass also andere Komplexbildner, die auch Komplexe bilden können, binden können, auch noch helfen können, das Zink noch in die Zelle hineinzubringen. Aber hier bleiben wir bei den Tatsachen, Quercetin und Epigallocatechin-Galat kann das auch Hydroxychloroquin, also Chloroquine können das auch, aber es sind verschreibungspflichtige Medikamente. Gut, so, das war mir jetzt auch nochmal wichtig. Deswegen ist Zink auch bei viralen Erkrankungen ebenso wichtig, aber es muss in die Zelle hinein transportiert werden. Und wie viel Zink sollte man es eigentlich geben? Das kommt eben ganz auf den Zustand des jeweiligen Menschen an. Deswegen sollte auch immer ein Arzt oder Heilpraktiker gefragt werden, der das verifizieren und diagnostizieren kann. Da gibt es nämlich dann auch bestimmte Probleme, wie zum Beispiel die HPU oder KPU, also Kryptopyrrolurie. Das sind Substanzen, wenn die gebildet werden. Das kann auch vererbt werden, sagt man, oder erworben. Wird das Zink gebunden durch diese Stoffe, durch die Kryptopyrrole und dann wird es über den Urin ausgeschieden und dann ist natürlich der Zinkspiegel erniedrigt, wie bei diesem Patienten, den ich gerade in die Kamera gezeigt habe. Der hat auch eine Kryptopyrrolurie, da bin ich aufmerksam geworden und wir haben das im Urin getestet. Das ist eine ganz einfache Testung im Labor und er hat es tatsächlich. Aber haben nicht alle, gell, die so einen niedrigen Zinkspiegel haben, da ein niedriger Zinkspiegel auch einhergehen kann. Ich lese es mal vor. Durch Ernährungsfehler, also wenn einfach zu wenig Zink aufgenommen wird in der Nahrung, wenn die Nährstoffdichte nicht genügend hoch ist, also auch das Zink in der Nahrung,
Es kann gut sein, weil viele Nahrungsmittel ja hochgezüchtet wurden und mit Pestiziden und Ähnlichem behandelt wurden und dann und die Böden dann schon übersäuert sind oder einfach entmineralisiert. Und dann fehlen natürlich auch Spurenelemente wie Zink und Selen und so weiter. Und das kann also auch eine der Ursachen sein, dass zu wenig Zink aufgenommen wird. Oder der Bedarf ist einfach höher, wie gesagt, unter anderem durch eine Kryptopyrolorie oder Ähnliches oder eben durch ein geschwächtes Immunsystem, durch eine chronische Erkrankungen, durch chronische Infektionen, durch Silent Inflammations, durch Slow Virus Infections und so weiter, aber auch durch andere Erkrankungen kann der Zinkbedarf höher liegen als eben vermutet. Oder es liegen auch Verwertungs- oder Aufnahmestörungen vor. Also Aufnahmestörungen heißt, dass im Darm muss das Zink aufgenommen werden. Da bei vielen Stoffen braucht der Darm eine Aktivität, also eine der braucht ein bisschen Energie dazu. Wenn der Darm gestört ist, dann kann auch die Aufnahme schon gestört sein. Oder auch die Verwertung selbst des Zinks, unter anderem in der Leber, kann gestört sein. Durch bestimmte Prozesse. Und es sind also auch nochmals so Ursachen für einen niedrigeren Zinkwert. Und da muss man dann also eben mit der Substitution einfach dann mal schauen, wie man das dann macht. Es wird in der Literatur berichtet von 5 bis 15 Milligramm, je nach Körpergröße und Körpergewicht und eben nach Zustand. Da muss eben dann der Arzt, Facharzt oder auch der fachkundige Heilpraktiker befragt werden und konsultiert werden, weil einfach nur so mal Zink zu substituieren, gut. Also ich empfehle das hier natürlich nicht. Ja? Sportler nehmen manchmal bis zu 50 Milligramm oder mehr wegen dieser Aromatase-Hemmung hier. Gut, das muss dann auch jeder selbst wissen und wie gesagt. Dann ist es auch noch wichtig, dass man verschiedene Zinksalze ausprobiert. Also in unser Labor sagt immer in den Therapieempfehlungen dann in der Befundung, ja, es sollten verschiedene Zinksalze ausprobiert werden. Zink ist immer gebunden an Salz, also Zinkcitrat zum Beispiel oder Zinkpicolinat und Ähnliches. Zinksulfat und weiß Gott. Und da sollten verschiedene ausprobiert werden und wenn möglich auch immer wieder kontrolliert werden, weil es kann sein, dass wenn jemand nur Zinkcitrat einnimmt, das gar nicht so richtig wirkt, der bräuchte vielleicht ein anderes Zinksalz. Ich persönlich gebe meinen Patienten dann alternierend verschiedene Präparate oder zusammen oder ich gebe ihnen gleich ein Komplex Zinksalzpräparat. Das gibt es nämlich auch, wo verschiedene Zinksalze schon in einem Präparat enthalten sind. Dann haben wir da gleich sicherlich eine bessere Aufnahme. Gut, was wollte ich noch sagen? Ich glaube, ich bin jetzt mal halbwegs durch damit. Also ich hoffe, du hast gut aufgepasst. Ich gehe hier nochmal zu den Funktionen im Überblick des Zinks nochmals ein. Das lese ich nochmals vor. Das sind die Hauptfunktionen. Und wenn es hier also irgendwo hakt, dann kann es auch sein, dass der Zinkspiegel erniedrigt ist oder der Körper mehr Zink eben braucht. Und zwar das Immunsystem steht natürlich ganz oben, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Auch der Glucose-Insulin-Stoffwechsel ist hier sehr wichtig. Das Zellwachstum und die Entwicklung des Körpers ist hier wichtig. Die Fortpflanzung per se, beim Mann und bei der Frau. Die Alkoholentgiftung, da wird Zink gebraucht. Für den Vitamin-A-Stoffwechsel wird Zink gebraucht. Die Haut, die Haare und die Nägel brauchen Zink. Die Zellmembran, Stabilität braucht Zink. Auch der Radikalschutz, auch die Zellmembran und die Mitochondrien, Schutz vor den freien Radikalen, unter anderem über die Superoxid-Dismutase, brauchen, also sind zinkabhängig. Die Hormonproduktionen sind zum Teil zinkabhängig. Schwermetallentgiftung hilft Zink. Und Schutz vor Schwermetallen und eben für den Säure-Basen-Haushalt. Das ist schon eine ganze Menge hier, würde ich mal sagen. Und sind wirklich zum Teil wirklich elementare Geschichten hier. Und das lohnt sich dann schon mal zu einem Fachmann, Arzt, Heilpraktiker zu gehen und den Zinkspiegel doch vielleicht mal kontrollieren zu lassen. Wie gesagt, das kostet nicht viel, am besten im Vollblut. Und dann sollte das auch richtig verifiziert werden, auch mit dem Kupfer, weil Zink bindet ja auch Kupfer oder kann überflüssiges Kupfer binden und ausleiten. Ist auch wichtig, deswegen auch hier die Bindung von Schwermetallen und der Schutz vor Schwermetallen hat auch mit dem Zink unter anderem zu tun, aber auch mit dem Selen. So, jetzt habe ich hier ganz viel erzählt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel und
ihr habt ein bisschen aufgepasst, du hast ein bisschen aufgepasst. Und es war also eine Aufklärung über das Zink, warum das auch in diesen Zeiten so wichtig ist, weil Zink auch gegeben werden kann, so steht es auch in der Literatur, als eventuelle Vorbeugung kann Zink eventuell mit einem Zink-Ionophor eingenommen werden zur eventuellen Vorbeugung von viralen Infekten. Ich glaube, das habe ich mich ordentlich ausgedrückt, oder? So, oder auch der Verlauf von viralen Infekten kann positiv beeinflusst werden durch eben Zinkgaben, durch ein gutes bioverfügbares Zink mit eventuell einem Zink-Ionophor dazugegeben. Kann. Immer das kann. Muss nicht. So, und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und sage viel Gesundheit. Wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wer bis zum Schluss durchgehalten hat. Wünsche allen viel Licht und viel Liebe, eine hohe Frequenz in diesen Zeiten. Ganz, ganz wichtig, denn da, wo Ängste bestehen und Sorgen, da sinkt die Frequenz ab. Und das ist nicht gut in diesen Zeiten. Und ich glaube, dass auch ein gutes Zink und ein guter Zinkspiegel im Körper die Frequenz erhöhen kann. Und das ist doch auch sehr wichtig, insbesondere in diesen Zeiten. Es kommt noch der Winter, der wird auch noch ein bisschen dunkler. Vielleicht gibt es auch eine dunkle Zeit jetzt, die noch kommt, wenn man es mal analog ausdrücken darf. Und da müssen wir natürlich dann stark bleiben und bewusst bleiben. Das ist ganz wichtig, okay? Ganz, ganz wichtig. Ja. Wir haben nur das eine Leben und leben jetzt hier alle zusammen und wirken hier alle zusammen mit. Okay, also, vielen Dank.